Hallo, ihr Cox Drillship Nachahmer. Ich grüße euch und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids. Und ja, wir haben einiges zu tun, denn wir müssen hier was herstellen. Und zwar müssen wir Starterforschung aufwerten und herstellen. Da gucken wir doch mal, ob wir das hinbekommen. So. Ich bewege mich mal spontan hin. Ja, Platzmangel haben wir auf jeden Fall auch. Das, so viel steht schon mal fest. Das ist ganz klar. Da oben herstellen. Gucken wir doch mal. Ach, wird ja schon hergestellt. Stimmt, habe ich ja schon gemacht in der letzten Folge. Aha. Wird ja hergestellt. Das dauert ein bisschen. Aber ist ja gleich fertig. Das ist ja schon mal super. Genau, wir wollten, glaube ich, was farmen, ne? Ich glaube, Kohle hatten wir, glaube ich, gefarmt, damit das Schiff weiterläuft. Ich glaube, so war das. Denn er nimmt nichts aus den Lagerkisten. So viel steht schon mal fest. Ach, der Captain ruft schon wieder an. Ich nehme den mal hier ab mit 5. So, lalalala. Okay, Auftrag annehmen. Und explore the mine. There are several mines in each area. Each is built on another worker. Work is on Bates, wherever. Run the drill ship. Just make sure the ship is underground to control. Ich nehme das mal an. Wir probieren das einfach mal aus. So. Kuh wieder auf die Hand. A Porch House. Schredder nehmen. Geh zum Drillschritt Frachtraum. Den Schredder. Hier. Hab ich. So. Auftrag. Upgrade Raffinerie. Workable. Müssen wir das an der Werk. Ne, warte mal. Da oben müssen wir es herstellen. Oder? Ja, doch. Okay, Menütaste, Forschungswerkbank und dann auf die Registrierkarte Blaupause. Und dann müssen wir die Aufwertung für die Raffinerie, ne? Ist das? Ja. Gut. Lassen wir es mal laufen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal so lange auf Reise und auf Tour. Und gucken mal. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob das, ihr könnt mir ja meine Kommentare lassen, ob das so in Ordnung ist hier bei Vulkanoids mit Kamera. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich wollte es einfach mal testen, auch die Kamera und alles. Und genau, mal schauen, ob das so angenehm ist. So, nix los hier. Bisschen Trübsal blasen. So, was haben wir denn hier vor? Destroy the Door. Hatten wir ja, glaube ich, schon grandios. Oder ist das eine andere Mine? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Haben wir denn... Unser Drillship wird angegriffen, ist aber egal. So, destroy the door. Haben wir. Okay. How you save from Eruption. Explore the... Ach, wir sind hier sicher vor der Eruption? Ach, krass. Explore the Interieur. So, alles nehmen. Quest finished. Well done. Hope you was break penalty for new or we can use. Ja, aber... Kann man das irgendwie aktivieren hier? Weil das wird ja nicht... Weil was haben wir hier? Hier haben wir eine Werkbank. Oder beziehungsweise eine Raffinerie. Und hier haben wir eine Werkbank. Hier können wir was bauen. Ist zwar ganz toll. Hier ist so eine Kiste. Alter, nehme ich alles mit. Alter. Okay, wir sollten vielleicht mal zum Schiff. Nicht, dass da... Weil wir werden ganz schön häufig angegriffen. Nicht, dass da irgendwie... wir gleich hinkommen und keinen Drillship mehr haben. Wir brauchen auf jeden Fall Platz. So wie wir schon gesagt haben. Platzmangel. Stimmung. So, packen wir mal den Revolver aus. Den Revolver. Okay, Kupferrohre herstellen haben wir, glaube ich. Was ist denn hier los, Mann? Ist ja ein richtiges Schlachtfeld hier. Ja, nehme ich. Schlachtfeld, sagt er. Und es liegt ein Roboter. Da können wir mal gucken, wie ihn reparieren, ne? Ach du Heiliger, was ist denn hier? Wie repariere ich das normal? So. Was ist denn hier passiert? Hilfe! Wie kann ich das reparieren? Okay. Ich glaube, auf der anderen Seite ist, glaube ich, noch ein bisschen was zu reparieren. Hier. Okay. Da ist... Na, da.
100, 100, 100, 100, 100, 100. Sehr schön. Drin ist, glaube ich. Hä, wie konnten die denn unseren Schrank quasi kaputt machen? So, 100, 100, 100. Sind wir wieder voll repariert? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Okay. Was wollen wir machen? Kupferrohre. Wir haben Kupferrohre, glaube ich, hier drin, oder? Warte mal. Nee, hier waren quasi... Genau, hier waren die Ressourcen. Ich droppe das mal hier. Drop it like it's hot. Und die Kohle packe ich mal dahin. Dann das dahin. Ich hatte es beim letzten Mal, hatte ich das, glaube ich, schon sortiert gehabt ein bisschen. Das dahin, das dahin, das dahin und dann das dahin. So. Stapeln, stapeln. Kupferrohre. Hatten wir nicht Kupferrohre? Hier ist Kupferschrott, das können wir auch mal mitnehmen. Ersatzwand, lass ich mal da drin. Handgranate, ganz toll, behalte ich mal. Waffenbestandteile brauche hier nicht drin sein. Kupfererz brauche ich auch nicht drin sein. Und Schrumpflintenmuni brauche ich auch nicht drin sein. Aber den Konverter würde ich zurücklegen. Dann würde ich hier nochmal das dort reinlegen. Ich sortiere gerade mal ein bisschen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben, glaube ich, genau, warte mal, wir haben einen Schrank gefunden, ne? Ach, die lieben Nachbarn. Die lieben Nachbarn sind wieder zu Besuch. So, pass auf. Dann haben wir jetzt einen neuen Schrank. Das ist gut. Ich packe mal hier die Reparaturkits rüber. Davon haben wir ja jede Menge. Alter, hier ist schon wieder voll alles. Aber wo haben wir denn diese Barren und alles? Haben wir die irgendwo reingepackt schon? Hatten wir nicht noch einen Schrank? Anscheinend ja nicht. Dann müssen wir, glaube ich, Kupfer... Wir brauchen unbedingt Kohle wieder da rein. Wir müssen Kohle da reinpacken. Das mache ich mal, weil wir müssen das Drillship ja am Kacken halten hier. Dann packen wir das mal hier so lange rein. Und obwohl, nee, warte mal. Wir haben doch oben noch einen anderen Koffer, ne? Die ganzen Werkzeugsachen hier, also die vom Roboter, die würde ich jetzt oben in den neuen Schrank reinpacken einfach. Na, nicht hier, sondern hier. Da kommen diese Sachen einfach rein. So. Hier sind, glaube ich, auch welche drin, ne? Genau, dann Forschungsmodul Stufe 1. Zerstörtes Forschungsmodul. Dann würde ich das hier reinpacken. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Platz. So, das tue ich auch hier rein. Die Granate tue ich da hin. Schrotmuni kommt hier rein. Haben wir schon 50. Ich hoffe, wir können bald eine Schrotflinte herstellen. Das wäre natürlich ganz nice. Ah, Mist. Wir haben schon so viel. So, wie stelle ich... Die Werkbank, glaube ich, hier oben wäre, glaube ich, am besten. Oh, wir müssen runter. Ich will mal gucken, kann ich die Werkbank abreißen? Ja. Ich würde hier oben einmal platzieren. Weil wir hier oben ja, glaube ich, immer mehr... Kann ich den mitnehmen? Ja. Nice. Aber die Sachen, wo sind die Sachen jetzt hin? Alle im Inventar. Okay. Dann haben wir das ein bisschen umgebaut. Dann würde ich das so machen. So. Hier die Werkbank. Da kannst du nämlich schön herstellen. Denn wir müssen Kupferrohre herstellen. Wie viel brauchen wir denn? Zwei Stück. Wir brauchen übrigens auch Munition, hatte ich gesehen, ne? Für unsere Selbstschussanlage so langsam. Das können wir auch noch mal ein bisschen herstellen. Das heißt, wir brauchen dafür... Was brauchen wir dafür? Schwarzpulver. Schwarzpulver stellen wir her an der Raffinerie, ne? Oder? Nee. Schwarzpulver... Huch, Hilfe. Schwarzpulver hier. Das würde ich auch nach oben packen. Weil ganz ehrlich, da können wir oben produzieren und unten haben wir noch ein bisschen Platz und so. Dann würde ich die hier hinstellen. Erstmal, oder? Ja. So, pass auf. Schwarzpulver. Brauchen wir Kohle. Haben wir noch Kohle? Acht, wir müssen unbedingt mal ein bisschen Kohle sammeln. Und Schwefelpulver. Kohle und Schwefelpulver. So. Habe ich nicht Kohle? Ach so, er hat schon einmal hergestellt, oder was?
Okay. Oh, warte mal, warte mal. Die Kohle, die Kohle. Haben wir noch ein bisschen Kohle? 73. Wir müssen raus und wir müssen Kohle sammeln. Das, glaube ich, ist jetzt erstmal... Ich überspringe das mal. Wir fahren mal nach oben. Aber ich finde das hier oben ein bisschen besser, dass wir oben ein bisschen... Kupferbohrer, Barren, Erze. Ah, dann sieht man, was da drin ist. Das ist ja praktisch. Das ist ja mega gut. So, hier Munition. Wir müssen auch Munition herstellen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall, wie gesagt, Kohle und alles. Kann ich das hier auch machen? Warte mal. Geräte. Hier. Dann weiß ich, was da drin ist. So, pass auf. Wir gehen auf Kohlejagd. Bevor nämlich hier wieder alles... Ist da immer noch fast nicht... Okay, so, alles wieder repariert. So, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ah, wir waren noch in so einer Kohlemine, oder? Wenn ich natürlich jetzt wüsste, wie man die aktiviert und alles. Wo laufe ich denn überhaupt hin? Haben wir eine Karte? Da müsste Kohle sein irgendwo. Laut Map. Laut Map ist hier Kohle. Da. Dann bauen wir das mal ab. Stimmt, auf der Karte können wir ja mal gucken, ob da die Kohlemine ist. Warte mal. Kupfermine? Das U-Boot? Könnten wir hier oben weiter erforschen. Vielleicht finden wir ja, da ist auch noch Kohle. 9-mal Kohle. Welche Richtung ist das? Das ist auf jeden Fall die Richtung. Können wir mal gucken, ob wir die Mine vielleicht irgendwie aktiviert kriegen, eine Kohlemine oder so. Das wäre natürlich super. Da hat man nämlich einen unbegrenzten Vorrat an Kohle dann. Oder halt an andere Erze, die man braucht. Wir können uns übrigens mal heilen, ne? Fällt mir gerade mal auf. Können wir mal machen. Ah, Selbstheilung. Geil. So. Gut. Was wollte ich gesagt haben? Kohle. Haben wir noch Kohle irgendwo in der Nähe? Nein. Vielleicht doch mal in die Richtung ein bisschen forschen. Ich meine, wir können unser Drillship ja auch einfach unter Tage fahren. Dann wird es nicht angegriffen, während wir gerade rum existieren, oder? Das ist eigentlich die Idee. Dann brauchen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen. Dann würde ich ein bisschen auf Farming gehen. Pass mal auf, dann lade ich mal eben hier die ganzen Sachen ins Lager, die wir gerade nicht brauchen. Kohle. Schwarzpulver packe ich jetzt auch mal hier zu. Hatten wir jetzt noch Platz für Schrott irgendwo? Wir brauchen unbedingt noch eine Kiste, ne? Können wir noch eine Kiste bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was brauchen wir denn dafür? Was brauchen wir denn für eine... Kupferschrauben. Kupferschrauben haben wir. Die sind... Da. Das heißt, wir können... Glaube ich, oder? Ja, einen Schrank herstellen. Nice. Kupferplatten und Kupferschrauben. Dann stellen wir nochmal einen Schrank her. Vorsichtshalber, ne? Ich sehe jetzt noch nicht ganz den Sinn, den Unterschied zwischen Sonnenschrank und einem flachen. Kann man die übereinander setzen? Ach so, man kann auch einen Hängeschrank machen. Das ist ja praktisch. Dann machen wir das doch. So. Gut, dann packe ich hier noch die Sachen rein. Ne? Okay, wir haben hier noch ein bisschen Schwefelpulver. Hier brauchen wir auch unbedingt noch einen zweiten. Vielleicht mache ich den auch flacher. Dass ich das mache, so wie da. Warte mal, ich reiß den mal ab. Mache hier einen flachen hin. Und dann kann man hier drüber auch nochmal... Das ist ja mega. Das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut durchdacht, das Spiel. Nicht so wie andere Games. Wo man erstmal überlegen muss, warte mal, wie baue ich das? Das ist sehr innovativ, muss ich sagen. So, wir haben 36 Schuss, nicht mehr so viel. Was hat unser Drillship noch für die... Gut, wir fahren es ja unter Tage, haben wir ja gesagt, ne? Okay, pass auf. Dann machen wir das. Wir düsen los. Ist irgendwas zu reparieren? Ja, da hinten. Ich repariere mal alles eben schnell. 99, 100. Und, hallo, wo war das? Dann würde ich das Drillship nämlich mal unter Tage schicken. Okay, ist irgendwie alles 100%.
Nehme ich alles mit. So, das funktioniert wie mit Q und dann 7, ne? Nee, nicht Rufe Drillship. Ist das 6? Was war denn nochmal unter Tage schicken? Sechs war unter Tage? Ah ja. Ach, da stehen wir. Guck mal. Das kleine Männchen. Cool, kann man sich das auch mal angucken. Tschüss. Das ist natürlich mega. Somit haben wir jetzt natürlich freien Spielraum. Brauchen uns keine Gedanken machen, dass das Drillship angegriffen wird, ne? Mit der 2-Spitzhacke auswählen. Das machen wir doch. Hier ist nochmal Kohle. Und Kupfererz brauchen wir auch, aber das haben wir ja. Wir können natürlich jetzt erstmal alles mitnehmen. Hier haben wir nochmal ein Häuschen. Wo sind wir denn hier auf der Karte? Okay. So, wo geht's denn hier hin? Wir haben eine Kiste. Was haben wir da? Startpult. Zeigt den Status folgender Drillship-Systeme. Kernenergie-Rumpf. Oh, lass ich jetzt erstmal liegen. Das... Ich weiß nicht, ob man hier unten auch geschützt ist vom Vulkanausbruch. Da bin ich mir nicht sicher. So, das nehmen wir mit. Hier ist auch nochmal Schrott. So. Und Kohle, ne? Warte mal. Da ist die Kupfermine. Und da sind auch Kupfer. Die Frage ist, wie funktioniert das hier? Weil hier ist jetzt Kupfer draußen. Aber das scheint ja, als ob man das irgendwie vielleicht nutzen kann später. Oder? Ich lasse die Klötze hier einfach mal drin. Und würde sagen, wir düsen mal hier so lang und gucken mal, was uns dort erwartet. Wir die Insel komplett vollwertig zu Fuß erkunden können? Weil wir waren ja, glaube ich, schon mal so weit und dann kamen wir, genau, hier war eine Klippe. Da kamen wir nicht drum rum. Da konnte ich mich noch dran entsinnen. Vielleicht versuchen wir es doch da auf der anderen Seite. Einfach mal hier so lang. So. Ich düse im Sauseschritt. Ach, schön, ist das warm. Der Ascheregen. Ah, ist das toll. Kommt mir ein bisschen vor wie bei Silent Hill. So, was da drüben für eine Mine ist, weiß ich noch nicht. Und mir ist übrigens aufgefallen, unten das Schildsymbol, unten links, also hier unten, ist tatsächlich leer. Das heißt, wir sind nicht voller Rüstung, also wir haben von Anfang an keine Rüstung gehabt. Da sind zwei Roboter. Also hier kommen wir schon mal nicht rüber. Das können wir schon mal vergessen, glaube ich. Da ist ein anderes Drillship. So. 17 Minuten haben wir insgesamt. Aua, Alter. Huha. Okay. Dürfen nicht zu nah dran. Dann wird's heiß. Aber ich probiere das Ganze mal hier oben lang. Hier oben ist aber erstmal, glaube ich, nichts von Bedeutung. So wie das aussieht, oder? Ne, sieht nicht wirklich danach aus. Gut. Aber somit haben wir schon mal so ungefähr einen Überblick. Das ist ja immer noch der Startbereich, wo wir sind. Da ist jetzt nichts irgendwie, nichts Weltbewegendes. Ich frage mich, wie gesagt, was auf der anderen Seite der Insel ist. Vielleicht mal gucken, dass wir eine Kohlemine finden. Das wäre super. Hier unten waren wir auch noch nicht gewesen. Was ist das hier? Ich gucke mal. Was ist das? Nichts. Steht einfach rum im Wald. Gut. Okay, lass mal gucken. Wir haben da Kupfer. Da ist ein Häuschen. Da ist ein anderes Drillship. Kohle wäre halt supi. So eine Kohlemine. Ah, da ist ein Häuschen mit einer, mit einem Ambus. Ambus. Also in Minen sind wir safe. Das wissen wir jetzt schon mal. So. Da ist noch ein Gebäude. Automatisch gespeichert. Das ist sehr schön. Ich speichere auch selber mal mit F5.
Nur zur Sicherheit. So. Ich höre schon wieder Roboter. Hallo, liebe Nachbarn. Ich komme euch zu Besuch. Wir brauchen doch, glaube ich, auch noch irgendwie so einen blauen Kopf oder so, ne? Was ist das hier? Zerstörtes Forschungsmodul Stufe 1. Das hatten wir schon mal. Okay, hier können wir, glaube ich, auch mit dem Drillship nach oben. Huch, da plöpp. Da ist es da, da ist es weg. Da ist es da, da ist es weg. Da ist es da, da ist es weg. It's magic. Ich kann machen, dass es verschwindet. Guck mal, ich kann machen, dass es verschwindet. Blipp. So. Was haben wir denn da hinten? Hui. Okay. Waren wir hier schon mal? Anscheinend ja nicht. Hier ist alles schwarz auf der Karte. Gut. Nein, ist ein blaues Drillship. Nein, hui. Ich rutsche. Okay, hier ist Lava. Der Boden ist Lava. Die beiden werden wohl wahrscheinlich, schätze ich mal, zum Drillship wandern. So, was haben wir denn hier? Ist das Schwefel? Würde ich mal mitnehmen, wenn wir schon einmal hier sind. Das ist Schwefelerz, das nehmen wir mit. So. Da liegt ein bisschen Schrott. Ja gut, Schrott ist jetzt nicht so, was ich jetzt haben möchte. Wir haben genug davon erstmal. Vorerst. Aber die ganzen, wie gesagt, die ganzen Erze vielleicht jetzt noch mal ein bisschen hier. Oh, das Drillship fährt weg. Was ist das denn hier? Ist das Kohle? Nee. Gut, dass das Drillship weggefahren ist. Das ist also hier unter der Erde. Gut. Heißt, hier haben wir schon mal keine Bedrohung gerade, aktuell. Kohle ist meistens irgendwie am Strand, ne? War bisher so. Problem ist nur, wir müssen, wie gesagt, die Auge auf, weiß nicht, was mit meinem Kopf jetzt los ist gerade. Die Zeit im Auge behalten, das wollte ich gesagt haben. Ist das Kohle? Denn wenn der Vulkan ausbricht, möchte ich, glaube ich, jetzt nicht hier sein. So, Kohle. Ja, es hat sich gelohnt. 10-mal Kohle ist gut. Ah, wir haben einen Platz im Inventar. Jede Menge. So. Das würde ich gleich erkunden. Ich würde, glaube ich, erstmal da zur Stadt gehen. So. Gucken wir mal. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Skybox ist cool. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde es ein bisschen, ja, langweilig will ich jetzt nicht sagen. Also jetzt so für den ersten Eindrücke. Oh, ich kann durchs Haus gucken. Nein, was ich sagen will, es ist ein bisschen leblos, so die Insel. So zwischendurch mal ein paar Drillships und so ist ja ganz toll. Oh, oh. Ein paar Roboter, ja. Aber es hätte noch ein bisschen mehr. Verstehst du, was ich meine? Was ich sagen will? So ein bisschen, so ein bisschen mehr auf der Insel. Ich weiß nicht, wie es im späteren Verlauf ist. Aber das jetzt erstmal nur so vorab. Ist jetzt so mein erster Eindruck. Kann ja auch sein, dass es noch andere Inseln gibt. Ich weiß es nicht. Ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur so eine Vermutung. Aber es ist so ein bisschen, ja, auch kein, gut, Tiere gibt es ja nicht nach dem Vulkanausbruch. Okay. Akzeptiere ich. So. Was haben wir denn hier oben? Ich kletter mal hier hoch, wenn ich hier hochkomme. Was ist denn das? Ach, ich komme hier gar nicht rüber. Okay. Was soll denn das sein? Nichts, oder was? Oh, eine Mine. Eine Schwefelmine. Ui. Gut zu wissen, dass hier eine Schwefelmine ist. Denn, da können wir uns auch verstecken, wenn der Vulkanausbruch ist. Das ist ja super praktisch. Ich frage mich, ob das automatisch, was hat denn der Captain gesagt, wenn man hier,
So, ich speichere mal. Wisst ihr was? Wir machen einfach in der nächsten Folge weiter und dann erkunden wir noch mal ein bisschen die Insel und schauen mal, ja, was wir noch so finden. Also, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.